Also sind unsere Webcam-Bilder so fett. Ja, voll geil. Full HD, Widescreen. Full HD. Ich würde dir einfach glauben, ich bewege mich nicht und bin komplett stoned. Ja, passt, oder? Also, ja, ich erkläre jetzt das nochmal kurz, wie das funktioniert. Also jeder macht sich jetzt ein Team. Wir werden halt in der Reihenfolge Maxi, ja? Sehr gut. Okay, also wir werden in der Reihenfolge Maxi, Fatih, David, Lukas, Bene, Luca und dann wieder zurück. Luca, Bene, Lukas, David und so weiter. Das geht dann die ganze Zeit hin und her. Und wir haben hier nochmal die Punktzahl aufgeschrieben. Also wir kriegen halt nach CP Punkten. Dann, wenn jemand disqualifiziert wird, sind das 50 Punkte wert. Wenn jemand einfach nicht zur DM erscheint, sind das 5 Punkte. Wenn jemand halt nicht verliert vor der Top-Cuts, dann kriegt man 25 Punkte. Wenn jemand genau 1-3 Drop geht, nicht mehr und nicht weniger, also sowas wie 1-3-1 Drop wäre schon wieder, ich hatte ja nochmal 1-3-0 Drop. Das ist halt nur, damit Mark auf jeden Fall nochmal Punkte gibt. Dann, ja. Also wenn jemand gegen Manuel verliert, gibt das dann 20 Minuspunkte. Ja, eindeutig. Dann, wenn man geruleshackt wird, dann kriegt man 25 Punkte als Mitleid. Wenn der neunte Platz gebabbelt ist, also genug Punkte hatte im Turnier, um eigentlich top zu kommen, dann kriegt man dafür nochmal extra 100 Punkte, also dann so 200 insgesamt. Dann, wenn man auf der Deckliste eine falsche Karte draufgeschrieben hat und dann Basisenergie spielen muss, dafür gibt's dann nochmal 25 Punkte. Und wenn jemand die falsche Anzahl an Karten schreibt, dann kriegst du dafür 25 Minuspunkte. Das heißt, wenn dann, das ist dann halt, um Mark nochmal so ein bisschen zu balancen. Falls er dann wieder 63 Karten oder 62 Karten auf der Liste hat, dann wird er nochmal so ein bisschen runtergestuft. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an mit Maxi, der seinen ersten Pick hat. Ja, ich müsste ja fast schon mit Robin anfangen, ne? Robin Schulz. Robin Schulz, okay. Das war unerwartet. Ja, ganz unerwartet. So, jetzt Fatih mit dem legendären einfach, ich wähle mich. Ich wähle sogar den guten Karl Peters. Karl, was? Ja, Karl Peters, immer ein Punktgarant auf Nationals. Meister 2014, den muss also ich. Also, ich wollte eigentlich den Karli wählen, ja. Ja, nee, Karl gehört mir. Ja, okay, ich bin mir nicht 100% sicher, ob Philipp Schulz kommt. Das wäre aber so ein verschwendeter Pick, wenn er nicht kommt. Aber Philipp Schulz, ja, der wird schon. Der gewinnt. Wird schon kommen, oder? Notfalls 5 Punkte. Ansonsten, ja, 5 Punkte, ja, besser als nichts. Sich dran, ich weiß nicht. Ich bin dran, oder? Lukas ist dran. Genau. Geil. Dann nehme ich Philipp Leciewski. Philipp. L-Pole, weil ich nicht weiß, wie man die Namen schreibt. Das ist der polnische Philipp mit L mit Nachnamen, okay. Ja, genau. Ich nehme den Tobias Schmutz. Wie ist der? Smutzkowski. Der Liste steht S, aber ich weiß nicht. Schmutz. Probleme. So. Schmutzkowski heißt. Ja, Schmutzki. Schmutzkowski. Ist in Ordnung. Okay, dann Tobias S. Ja, genau. Philipp L. Pole, Mann, bester Mann. Okay, Lukas jetzt dran. Ich glaube, ich muss ganz kurz mein Internet changen hier. Was heißt dein Internet changen? Wie kannst du denn bitte dein Internet changen? Ja, vom einen Anbieter zum anderen, zapzer ab. Alter, das neue Internet. David, kannst du das Excel-Sheet so anzeigen lassen, dass man schon sieht, wer alles drin ist? Das wäre gut, ja. Ja. Lukas Bild bei der Webcam sieht jetzt aus wie meins. Was soll ich mit dem Excel machen? Ja, das ist halt verschieden, die Ansicht. Ja, genau. Genau, dass man halt so ein bisschen sieht, wer alles schon was gepickt hat. Ich glaube, ranzoomen musst du nicht. Ja. Machst du lieber kleiner. Ja. Rauszoomen wäre besser. Raus, noch eins. Nochmal. Ja. Achso, nee, weil bei mir sieht man das halt so komplett. Deswegen. Naja, wir sehen nur die halbe Seite. So, okay. Das sieht man beim, mein Pick sieht man noch, aber Lukas halt noch nicht. Luca noch nicht. Ja. Ja, jetzt. Okay. Jawohl. Alles klar, nein. Ja. Super, danke. Ja, also Luca ist gestorben.
Er muss doch sein Internet changen. Ja, was macht er dann? Er nimmt jetzt das hier das slowenische Internet. Das ist besser. Ja, Leute, ich glaube, ich muss mein Internet changen. Oh Gott. Wie war der denn die ganze Zeit online über Mobile Data oder was? Ja, aber wir können uns ja in der Zwischenzeit über das Meta bei der DM unterhalten. Okay. Ja, Greninja. Greninja. Ja, Greninja. Und Nightmarch. Ja, ich glaube auch viel Greninja oder Nightmarch ja. Halt. Ja. Und dann hätten wir das auch abgeschlossen. Hey, da ist Luca. Oh, da ist er wieder. Ja. Luca, sag ganz schnell zwei Namen. Ich bin hier bei meiner Mutter zu Hause, du bist das beschisseste WLAN der Welt. Und dem kleinen Bruder haben wir auch Special Guest. Also. Oh, ich seh jetzt die Datei nicht mehr von David. Mann, wer. Egal, also Robin, Karl, Philipp, der andere Philipp und Tobias wurden gepickt. Was ist denn mit Niklas? Hat den niemand am Schirm? Niklas ist noch nicht gewählt worden. Ja, aber, also warte mal, ich muss jetzt mal hier so ein paar organisatorische Fragen stellen. Ja, kommt Merlin Kittek? Nein, nope, das habe ich doch geschrieben. Ich und Merlin spielen nicht mit. Ja, gut, nee. Gut, gut. Und beim Rest sind wir uns nicht ganz sicher. Wen pick ich? Ich habe gehört, dass dieser Manuel ganz gut sein soll. Ich nehme den Philipp Ziewski mal. Der wurde schon gewählt. Hab ich schon, du Idiot! Achso, das weiter mit beiden Philipps. Ja, genau, beide Philipps sind schon da. Ja, ich habe jetzt eh zwei Picks, ne? Ja, genau. Ja, dann nehme ich den... Ach Gott, nur mehr schlechte Spieler hier. Nein, nein. Oha, Fatih hat dich gedisst. Alter. Fatih ist noch nicht... Ich nehme den Niklas, ja. Den habe ich im Schirm. Und als zweiten Pick, wen gibt's denn hier noch in diesen ganzen vier Pages auf Pokémon.com? Tobias Jung, Eleni, wow. Warum guckst du die von hinten an? Puh. Ich würde vorne anfangen. Ich nehme Nico Alabas noch. Nico? Willst du die Extrapunkte für falsche Deckliste abstauben? Ja, welche Nummer hat das Froakie? Egal. Ja, Nico, du musst jetzt Wasserenergie spielen. Ich habe mich die ganze Zeit schon mein ganzes Leben gefragt, was ist, wenn du nur vier Basis-Pokémon hast und dann auf der Liste die falsche Nummer schreibst? Die kannst du dann ja eigentlich nicht mit Basis-Energien austauschen. Ich glaube, eines musst du dann, also drei musst du austauschen und eines musst du, glaube ich, drin lassen. Oder die geben dann so ein Basis-Energie-Pikachu, was so 10 kW hat und für eine Energie 10 macht. Okay, also Wähler, du bist dran. Da ist ein Fatih. Ach Gott. So, ja, ihr Team Limitless zur Hälfte ausgestellt. Akademie. Nicht schlecht. Naja. Ich würde sagen, ab geht die Party. Marc Alexander Lutz. Marc Lutz, okay. Da hat sich jemand was getraut. Wen nehme ich denn jetzt? Also. Wer ist denn so konstant im Topcard? Da gab's doch diese zwei Typen letztes Jahr, die niemand kannte. Vielleicht kommen die dieses Jahr wieder und zerstören alle. Marc Lutz erstmal Capsen. Ja. Ah. Ich traue mich auch nicht, Manuel zu nehmen. Ja, Manuel würde ich auch nicht nehmen. Okay, Tobias Thesing. Ah, scheiße. Das habe ich mir auch überlegt. Alter, ich nein. Oh, ein guter Tipp, ja. Na, das Ding ist, wenn du Manu wählst, dann, also Manu kann ja gegen sich selber verlieren. Ja, genau, also man kriegt keine Minuspunkte, das ist schon mal gut. Manu verliert jeden Tag gegen sich selbst. ja, ich wurde jetzt gerade zweimal gesniped hintereinander. Ja, das ist halt irgendwie kacke. Das ist scheiße, ich wollte erstmal Mark haben, dann wollte ich Thesing haben, weil der nicht drawn, weil der nur draw. Das heißt, da gibt's auch wieder extra Punkte. Wegen no, er kann auch nicht verlieren, ja, das stimmt. Er kann auch nicht gegen Manuel verlieren. Gucke mich hier gerade durch. Ich nehme
Ja, ich glaube, jemand, der auch wieder ganz gut Punkte holen kann, ist ja David Sturm, nehme ich. David Sturm. Den habe ich. Ja, ich nehme David Sturm. Den wollte ich auch nehmen. Ja, mächtig gesniped. Okay, dann würde ich jetzt den, boah, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich nehme mal den Siko Nutter. Okay. Also, ja. Erik, dann darf ich ja gleich nochmal. Ne? Jetzt, Erik Sutton. Erik Sutton. Ja, also. Ich darf nochmal, ne? Genau, ja. Du darfst noch. Dann hätte ich jetzt noch den Hannes Strobel genommen. Jo. Johannes. Geht momentan eigentlich auch ganz gut, ne? Das wäre mein nächster gewesen. Und ich glaube, ich muss jetzt mal. Ich muss es tun, Leute. Nein. Nicht mal, ich wollte Manuel nicht nehmen. Nein. Manuel Jora! Das wäre. Genau jetzt ist Jora halt eigentlich der beste Pick. Ja, ich meine, er spielt die Saison seines Lebens, ne? Bratislava Champion, ja, ja. Den muss. Hashtag on the way to top 22, ja? Genau, ja. Hashtag nicht vergessen. Ja, okay. Schon stark. Na, mein Team sieht schon recht schwach aus. ja, also im Vergleich hier. Ah, okay. Ich nehme Ole. Nein! Nein, du nicht! Geil. Ja, puh, also jetzt bin ich erstmal überfragt, ja. Boah, ey. Na, es wird mein Round 4 Pick, ja. Ich nehm Finn Luft. Ja, du Bastard, den wollte ich haben. Das wäre auch. Warte. So. Jetzt ist schon fast unmöglich. Ich nehm Oliver Barts. Nein. Ich sag noch, das ist mein Round 4 Pick. Ja, direkt weg. Ist was schuld, oder? Alter. Ja, jetzt haben wir hier literarisch. Nobody. Ja, Luca hat momentan auch so ein bisschen Probleme. Ja, hallo, mein Team und Nico. Du hast Niklas und Nico. Schlechtes Team. Also ich nehme mal, ich hab hier jetzt den Secret. Den Secret Der Secret Pick ist Chrisso. Oh, oh nein. Blantis, ja. Mit das einem oder zwei S? Das, ich weiß überhaupt nicht, wie man nur irgendwas schreibt. Nein, einfach Waylord. Achso, warte kurz, bevor du fortschreitest. Der letzte Pick bringt Doppelpunkte, das habe ich vergessen. Aber das wusstet ihr ja alle noch. Das ist nur der vorletzte Pick, ne? Das ist jetzt momentan der vorletzte. Okay. Das ist momentan der vorletzte, wir aber... Nehmen jetzt 5 Leute, ne? Wir nehmen 5 Leute. Genau, also... Jeder hat jetzt noch 2. Dann nehme ich jetzt jemand anderen. Ich bin mir sicher, dass diese Person ich nämlich... was machen wir denn mit Leuten, die dann eventuell gar nicht antreten? Ja, du kriegst dann 5 Punkte für die. 5 Punkte. Okay, also No-Show, ja. Ja, dann nehme ich mal den, Lutz Rasmussen! Alles klar. Lutz R. Also wenn du als letzten Pick die Königin von England nimmst, kriegst du auf jeden Fall 10 Punkte. Nur dazu. Ja, stimmt. Ja, das ist wahr. Gute Strategie. Puh, in der Lecker, ne? Ich schau gerade die Liste durch. Das sind echt nichts mehr so viele Leute an, ne? Kommen die Picks von der letzten Seite, so. Oh, steht hier noch. Gibt's noch Spieler? Der war mal Vierter auf einer League-Challenge. Ich nehme jetzt einfach den nächsthöchsten Punkt und das ist Daniel Burmester. Oh, die waren in Berlin. Oh, ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ich auch nicht. Der eine hat gar schon gespielt, der andere war dieser Event-Type-Typ, der glaube ich sogar top. Der war Top 8 mit Evital Darkrai. Ah, genau. Ja. Na gut, der hat dann gegen Tim... Von ihm konnte kein Shaming spielen, weil das der Bruder spielen musste. Der mächtige Tim hat dann gegen ihn gewonnen. Ja, genau. Ja, Lukas. Ich an der Reihe.
Und werde mich entscheiden für Matthias Lupper. Ah, das ist ja eigentlich solide. Das ist standardig. Matthias Lupper hätte man eigentlich hier so in dem Bereich nehmen müssen. Noch vor Chriso und, aber okay. Ich bin dran, aber. Wobei ich bin mir so sicher, dass mein Pick jetzt weggepickt wird hier. Ja, wen haben wir denn hier noch so? Tuan. Ja, Tuan, Shoutouts. Ah, da ist der Fan mit Nachnamen. Ja, ja, sie hatten das auch immer super safe einfach. Keine Ahnung. Okay, ich hatte diesmal sogar einen Ersatzplan. Du kannst immer noch Bon von Falatatet nehmen. Also, einfach ein bisschen Ruhm an, der hat 10 Punkte. Bon von Falatatet. Toni Ritter hat 12 Punkte. Also, okay. Ich nehme den Typen, der als 9er letztes Jahr gebabbelt ist. Der spricht dir das ja diesmal wieder. Ich nehme Benjamin Chenu-Brata. Den habe ich mir auch überlegt. Ja, also ja. Wie heißt denn der Typ, der Matthias Kirschbaum, oder wie ist der? David Kirschbaum. David Kirschbaum. David Kirschbaum. Aber der spielt die Season nicht. Das ist der Killer. Also der hat, glaube ich, seit jetzt anderthalb Jahren nicht gespielt. Ich wollte nur zu die besten, ne? Jetzt bin ich Props. Hab ich wieder verkackt, ne? Ja, wenigstens weiter war. Oh, Jesus. Wieso steht der hier S überhaupt? Das finde ich ultra unheimlich. Das war jetzt mein Mitbewohner. Okay. Nee, Johannes ist, Hannes. Bei mir in der Vorlesung von linearer Algebra, das ist immer so ein Mädchen, was manchmal, also ich bin mir nicht sicher, ob die Hanna oder Johanna heißt. Oder einfach immer Johanna sagen und dann bin ich mir nie sicher. Sagst du einfach immer Johanna? Ja, genau. Ja, sagen sie ja Johanna. Das ist verrückt. Okay, also ich nehme erstmal die Lisa Steinmüller. Nein! Und mein persönlicher Hoffnungsträger für die DM ist natürlich mein Teamkollege, der B. Den würde ich gerne als meinen Joker nehmen, um die doppelte Punktzahl zu kriegen, weil das wird schon. Das ist der Double Point, Mann. Benedikt geschrieben. Benedikt. Ah, da habe ich das Doppel-N vergessen. Jetzt stimmt's. Ja, fast. Das war's, der Benedikt. Ein weniger eine Anlehnung an ja, die Benne. Ist ja. Nur die Hälfte richtig geschrieben. Was für Benedikt. ich habe hier einen Secret-Pick, ja. Den hat mich jetzt, glaube ich, jeder übersehen. Oho. Ja. Also, der müsste, glaube ich, mittlerweile über 300 sein. Ich nehme nämlich Philipp Nummer 3. Philipp Emmerich. Ja. Ja, den nehme ich. Der hat der Shit. Der Freund von Luca, oder? Ja, genau. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, stimmt. Philipp ich Emmerich. Auch noch nicht, aber der hat jetzt selbst sein Invite geholt und ich bin mir sicher, der holt gut Punkte. Wo ist denn der? Der hat keine Ahnung, anscheinend nicht auf der Liste. Ey, das ist ja voll asozial. Ja. Schwitzere Betrug. Ich sitze hier, was? Also, Leute, das müsst ihr euch geben jetzt. Hier, Philipp Emmerich auf Facebook hat kein Anzeigebild. Zwei gemeinsame Freunde, Matthias Lupp und Dominik Oliver Barth, die beide auch kein Facebook-Profil haben. Das schaut so strange aus. Das Phantom. Oh Gott. Ja, also. Mein Secret Pick war eigentlich Lisa Steinmüller, weil ich einfach gehofft habe, dass keiner Lisa nimmt. Und jetzt, also Alexander Wagner, den könnte ich nehmen. Kannst auch Friedrich nehmen. Ja, genau, also ich überlege jetzt, guck mal, entweder nehme ich Friedrich. Party, wenn du jetzt Friedrich nimmst, Alter, ich will jetzt Friedrich Fiete oder hier Alexander nehmen. Ich will für Rocky. Ich nehme ja Alexander Wagner. Nein, den wollte ich haben. Wagner noch gehabt. Alex, ja, aber jetzt kann ich mir überlegen, ob ich den wirklich will. Alter. Okay. Ich
Ich meine, ich kann doch Kollega nehmen oder so. Die Hans Sapai. Hier sind 10 Points. Ja, keine Ahnung, ich brauche noch irgendeinen Styler in meinem Team. Mein Team ist irgendwie so, ist halt ganz gut, aber es hat nicht so viel Swag, ja. Du kannst Manny Fitter gehen, der gibt auch 10 Punkte. Das stimmt, der gibt auch 10 Punkte, aber. Der gibt 2 Punkte. Was eigentlich mit Christian Gerstner, warum nimmst du den denn nicht? Stimmt. Nee. Den habe ich komplett vergessen. Ja, den gibt es auch. Warum hatte Benjamin denn eigentlich so wenig CP? Der hatte nicht mal seinen Ball durchgelassen können. Ich hätte Christian Gerstner nehmen können. Bei mir wird's Friedrich Ilbruck, ja. Den, Friedrich! Ja, das ist der Nightmatch-Player, den wollte ich haben. Der hat letztens Greninja gespielt, oder? In Berlin? Oder? Greninja? Ja, genau, hat er, ja. Ja. Hat er, ja. Umgestiegen. Es gibt eigentlich noch recht viele Leute, also theoretisch könnten wir eigentlich noch so eine extra Runde starten. Ja, also ich hab keine Ahnung, ja, weil so random sind die Picks ja jetzt gar nicht geworden. Also eigentlich muss es halt immer noch einen random Pick geben. Ja, eben. Also ich schwank gerade zwischen einem Maxi und zwischen einem Alexi. Weißt du mal, ob die kommen, Nathaniel und Alexi? Ja, also müssen wir eigentlich. Alexi. Alexei. 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 Jakub hat no idea. Ja, ja, genau. Der ist aber gut. Also ich tippe auf Westwickling Weiflu. Ja, damit kannst du durchrushen, wenn du dich durchlagst mit den also Flips. Ist auf jeden Fall eine Chance da. Scheiß drauf, ich sage jetzt einfach Maxi. Schlechte Wahl. Okay, Leute. Maxi, haltet euch fest, ich bringe jetzt die Person, auf die mit der alle gewartet haben, gerechnet hat. Und ich habe schon die ganze Season über am Schirm, ja. Bin sehr Entwicklung mit Festung. Nein, der auf jeden Fall nett. Haltet euch fest, fallt nicht vom Sessel. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Fiete Schleusner. Fiete Schleusner. Fiete. Ah. Der Fiete. Ja, der ah, den gibt's ja auch noch. Scheiße. Ja, der gehört. Ja, komm, also, weil jetzt ja noch so viel Auswahl da ist, schmeiß ich eine extra Runde. Okay, das ist eine extra Runde. Noch eine extra Person, die gibt dann ja wirklich Doppelpunkt. Also es ist jetzt einfach noch ein random extra Pick, der Secret ist. Secret Pick. Warte, die gibt aber keine extra Punkte, oder? Nee. Nee, okay. Okay, noch eine Runde für mich. Jesus Maria. Ich kann auch dem Secret Pick David zukommen lassen. Nee, nee, also der Secret Pick kann jetzt direkt schon, ja, das hier macht keinen Sinn bei random. Eingehen. Kommt Alexander Bauer? Ich wette. Wer ist das? Absolut. Wer ist das? Instant Alexei, da ist nicht schon komplett verwirrt. Alexander Bauer gewählt hier. Was? Alexander Bauer. Alexander Bauer ist schon klar, den haben genug Leute, davon spielt sicher einer Pokémon. Ja, nehme ich jetzt den ernannten Pokédex aus Düsseldorf, den Alexei. Alexei. Ah, der ist das, ja, der immer mit dieser komischen Kappe rumläuft, ich weiß schon wieder. Alexei, ja, ich bin nach einer unwichtig hier. Weißt du, was nichts, was würde ich nicht wissen, wie man das schreibt, aber. Also, ich habe da noch einen gefunden, der mir Style-Punkte bringt. Und das ist Mr. Gengar Pullover Tonrichter. Oh Mann! Yeah. Scheiße! Oh Mann. Jetzt bin ich ja wieder dran. Wir haben tatsächlich die komplette erste Seite aufgebraucht. Und jetzt sind wir hier bei. Also ich habe mir selber im Vorhinein eine Liste zusammengeschrieben, da gibt es 2 Namen noch, die noch draufstehen, ja. Und die, okay. No, die anderen zweiten Namen von Kirby noch. Ja, das waren halt noch der Gessner und Philipp Hornbach. Ja, genau, das sind die, wo ich jetzt auch gerade überlege. Christian Gessner oder Philipp Hornbach. Also Christian Gessner ist an sich mehr competitive als Philipp. Ja, definitiv.
Aber Philipp hat diesen Charme, ja. Seine Gegner gucken ihn an und dann denken sie sich so, oh, gegen den kann ich nicht gewinnen. Nein, nein, ich nehme Philipp Amba. Ey, der ist halt auch Charme. Ja, aber ein anderer. Was du willst. Wer ist denn Kintaro 88? Keine Ahnung. Marius Spider-Town, damit die Playboys nicht. Genau, ich denke hier, Darkrai Hydreigon, den nehme ich. Also Darkrai Hydreigon? Nee, warte, warte. Alter, das ist ja gar kein mehr. Christian Gessner ist noch ein guter Pick. Ja, ein guter Pick. Oder ich könnte natürlich jetzt so einen Überraschungspick nehmen, der dann alles Surprise hat. Okay. Trau dich. So wie Surprise Bite von Golbart. Wow. Du musst Rocky nehmen. Didn't expect that one. Dann nehme ich. Puh. Tobias Jung! Alles klar. Oh, in der Windspiel. Mach deine Nägel mit Köpfen. Ist so. Okay, jetzt kommt noch Maxi. Also ich habe jetzt entschieden, nachdem ich keine Ahnung habe, wer die ganzen Leute da in dem unteren Bereich sind, habe ich jetzt einfach mal zwei Würfel genommen. Und das, was dabei rauskommt, nehme ich halt einfach, ne? Ich habe eine 6 und eine 2. Was haben wir denn auf der 26? Fuck, habe ich schon. Ja, dann muss jetzt 62. Und das ist Dirk H. mit 22 CP. Okay, der gute Dirk. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn er nicht kommt, kriegst du auch 5 Punkte, oder? Ja, deswegen. Da müssen wir mal rausfinden, wer Dirk ist. Ja. Oder wir erweitern das auf alle Leute, die den Vornamen Dirk haben. Ja. Den Top 8, du hältst hier. Player-Roster absuchen, Dirk. Okay, jetzt gibt's noch eine Extra-Regel, die ich euch verschrieben habe. Das ist, wenn Nico und Rocky gegeneinander gepaart werden. Wer, Nico und? Rocky. Wenn die gegeneinander... Der hat den, also, da gibt's ja dieses Problem mit dem Leihsender, der in der Post verschwunden ist und dann die Polizei mit einbezogen wurde. Wenn die gegeneinander gepaart werden, dann würfel ich aus und dann bekommt einer von uns 500 Punkte. Ein. 500 Punkte. Ja. Also Nico versus Rocky. 500 Random. Punkte an Random. Also ich nehme dann den Würfel. Gibt's ein Bild zu dem? Es gibt kein Bild. Es gibt kein Rocky Bild. Bei oder Boxkampf des Jahres, Nico und Rocky. Alter. Ich bin so gespannt, wenn das passiert. Genau. Legendär, Leute. Aber stell dir vor. Wie heißt der goldene Schnatz in Harry Potter? Ja, genau. Ziemlich, ne? Das ist so Lotto-Gewinn-mäßig. Ja. Wobei, das ist halt sogar wahrscheinlicher als mit dem Lotto zu gewinnen. Keine Ahnung, Lotto. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute kommen. Weil, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die Preis, Dingsbums auf der Amigo-Seite, da steht, dass es noch nicht, veröffentlicht wurde. Das heißt, es könnte sein, dass wir keinen Flug bekommen für den Gewinner. Ja, der Hauptsache fucking. Der hat abgekriegt, was auch immer, alles in den Arsch geschoben ist. Ja, es ist halt, weil Engert haben die zum Beispiel jetzt keinen Flug für den Gewinner. Ja, genau, UK Netz hat keinen Flug bekommen, ja. Ja. Sehr schade. Oh. So, ich würde jetzt nochmal spontan fragen, seid ihr mit eurer Wahl zufrieden? Schon. Nein. Ja, ganz zum Beispiel. Das ist lustig, also, irgendwie. Ich setze alles auf Dirk. Das ist schon. Der MVP. Ja, wirklich so. Ihr werdet es noch sehen, also, ja? Dann haben wir alles auf Tape. Bin sehr zuversichtlich. Also, aber ich muss sagen, die Teams an sich sind alle ganz in Ordnung. Also, eigentlich recht fair. Ich glaube, Bene hat sogar ein richtig krasses Team mit Tobias und Party noch drin. Und Lukas auch. Und, ja.
Party hat aber die zwei Risiko-Picks genommen mit Karl und David. Juhu, juhu. Ja, und Manuel. Wobei Manuel ja... Spielen wir, also geht's um irgendwas, oder? Ja, der Verlierer muss den Quaking Punch rollen. Das würde ich mich nicht trauen. Also wir können uns noch was überlegen, da habe ich eigentlich auch Lust drauf. Aber irgendwie so um Geld wetten darf man ja nicht. Bei Pokémon Turnieren. Diamond TCG. Ja. Ich möchte nicht Diamond TCG joinen. Die Stadtbooster oder so verwetten? Ja, er muss schon irgendwie. Nein, irgendwas Lustiges. Der letzte muss. Ich weiß es genau. Nee, pass auf. Also, ich hatte mal mit Nils eine Absprache, dass irgendwer von uns eine Regional nur in so einer Badehose spielt. Okay, also der Verlierer muss eine Regional in Badehose spielen. Oder überhaupt ein. Ja doch, oder Arena Cup oder so. Irgendein etwas größeres Turnier einfach, oder? Ja, genau, also halt nicht so ein City oder Battle oder so, sondern ein richtiges Turnier. Badehose und Flipflops. Wo Wundfotos gemacht werden von Amigo und so. Ist das denn laut Amigo denn überhaupt erlaubt? Ja, eben. Das ist das Problem, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ist sowas verboten? Ja, keine Ahnung. Also vom Gesetz her darf man ja, an sich darfst du ja draußen oben ohne rumlaufen. Das ist nicht so cool. Wie bitte? Wenn du so in Schwimmhose vor Fall Junior stehst, ich glaube, der ein oder andere... Na, du kannst halt einfach sagen, du wolltest ins Freibad, hast dann gesehen, dass hier ein Pokémon-Turnier ist und dann spontan dich entschieden, lieber Pokémon zu spielen. Und dann hast du noch dein Deck dabei und... Ja, der Deck hast du ja eh immer mit, falls du zu einem Schattenduell rausgefordert wirst. Ja, nicht dabei, aber deine Pokéblöte hast du schon dabei. Ja. Ah, ja, genau. Na, ich glaube, das geht schief, ehrlich gesagt. Dann werden sie eher sagen, nee, du, dann hast du heute einfach Pech gehabt, so kannst du hier nicht rumlaufen. Zum Schutze der Kinder. Ja, okay. Badehose und Flipflops geht schon, du musst natürlich ein T-Shirt anziehen. Ja. Warte, so Badehose mit Winnie Pooh drauf geht doch bestimmt. So mit T-Shirt oder was, oder? Nee, dann sage ich, hat irgendwer so ein Pokémon-Kostüm, irgendwie so ein Full-Body-Pikachu-Ding. Oh mein Gott, das gibt's bei Amazon. Sogar rein Wagner-mäßig. Also kannst du bestellen, hab schon mal nachgeschaut. Okay, dann. Kostet das 40, 50 Euro? Ja, da legen wir alle zusammen, das wird schon. Die billigen Varianten schon für weniger. Person okay, das wäre lustig dann, weil dann könnte man das ja echt machen. Punkt. Das wäre richtig geil. Oder Manuel Jura Cosplay, das wäre auch cool. Wie soll man das denn? Da wäre ich immer dabei. Das wär nee, aber da musst du mit Benz kommen, der auf der Strecke stehen bleibt. Achso, mit so einem Esel drin. Und dann in so einem Nahrungssack zu nehmen. Okay, warte, ich sag jetzt Person mit wenigsten Punkten. Pikachu? Da hätte ich ja gleich ganz anders gepickt. Ja, eben, was schmeißt. Ich würde sagen, die mit den zweitwenigsten Punkten ist, muss dann Manuel Jurach cosplayen. Ja, klingt lustig. Aber auf einem Turnier wieder oder nur so privat? Nee, auf dem Turnier, auf dem Turnier. Nee, schon auf dem Turnier, ne? Auf dem Turnier. Jurachi cosplay? Dann kann man sich auch so einen Stellar Guidance Hut nehmen. Und dann muss man noch einen Koffer mitnehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann müssen wir eigentlich... Das schaffe ich, da habe ich richtig gute Einfälle schon. Okay. Weiße Shirt immer mit Edding drauf, Hashtag on my way to. eigentlich musst du so ein... Und du musst immer so eine große Sporttasche dabei haben. Das ist ganz ruhig. Dass du richtig voll ausschaust mit deinem Koffer. Nein, ich werde mit dem Koffer einfach beim Flughafen so... Sir, da ist nichts drinnen. Ja, ich weiß. Ich glaube, das ist ein Du musst auch Double Sleeves nehmen. Ganz wichtig. Oh, ganz wichtig. Ja. Genau, und dann zu uns, also zu, ich komme zu dir, Lukas, und sag, könnt ihr mich bitte featuren, weil ich möchte ein bisschen Cash von Cardmarket. Ja. So, genau. Du musst eigentlich dieses Cardmarket-T-Shirt anziehen, das mit Team Diamond TCG. Nee, du musst auf das T-Shirt Team Quaking Punch schreiben, das dann durchstreichen und dann Team Diamond TCG oder so. Oh, shit. Und dann musst du Diamond Rechtschreibfehler schreiben, das dann auch durchstreichen und dann Team Diamond TCG schreiben. Und okay. Am Ende wirst du verklagt oder so von Mario. My opponent in Bratislava said you are a retard. After that I said at least I'm a winning retard. Okay, irgendwas für den Ersten, so eine Belohnung oder so? Ja, da muss schon auch irgendwas sein. Ja,
Das kann irgendwas muss da schon sein. Aus der Roman der Rest, weil Roman der Rest haben alle genug. Ja, das stimmt. Ein Stück weit. Ich hab was. Ich hab ein Drapion Level X. Mit Sniper-Fans? Genau, das jetzt, also ich lege in den Pool, First Place Pool, ein Drapion Level X. Dann lege ich ein. Ich finde das cool, dass jeder seine Karte reinlegt. Das finde ich eine coole Idee. Okay. Ich muss das mal schnell den Beinen raussuchen. Aber es muss halt, irgendwas sein, was es auch wert ist. Was? Ich lege ein Luxstar Level X rein. Boah, da geht's los! Ja. Dann lege ich ein Garkshop Level X rein. Okay, das passt. Da kann der Gewinner einen Luxshop bauen, ja. Ja, das ist cool, ne? Aber es muss schon, aber das darf keins aus der Tinbox sein. Lux. Nein, ist ein so ein guter. Lux Jump featuring ja. Sniper Schwanz, alles klar. Ja. Was ja, erstmal die ganzen Extras zu suchen, die hier zugekommen. Maxi muss jetzt erstmal seine Wand tapezieren, dann kann er sich so das alles angucken auf einmal, dann, ah, welche Karte nehme ich jetzt? Ich hab ja gar nicht so viel altes Level X-Zeug. Nee, das ist egal, einfach irgendwas, was Sinn macht. Dann nehme ich ein Palkia G Level X. Ach komm, nein. Palkia G Level X. Das ist doch nichts. Ich hab nur ein Lucario Level X. Oh, das ist top. Was? Was? Wieso sollen keine Level X setzen? Ich hab Drapion gesetzt, weil der Sniper Schwanz das Angriff hat. Ist doch egal. Wolltest du irgendwas wählen, was vielleicht noch nützlich sein könnte für irgendwen? Ich kann auch meine drei. Die Ultra-Ball nehme ich immer gerne. Ich kann meine drei selbstgemachten Pokémon-Karten aus 2007 setzen. Oh mein Gott. Was sind das für welche? Oh, geil, diese Karten. Okay, Momo gut. Momosch. Momosch. dann setz ich eine selbstgemachte N-Version mit Son Goku im Bild. Geil. Oh, shit. Ja, Super Saiyan 4, ne, natürlich. Hammer. 4 mit blauem Haar. Muss mal ein Bild auspacken, schicke ich euch in der Facebook-Gruppe. Geil. Oder du musst so eine 3D. Du musst ja, so eine Full. Ey, guck mal, du hast ja dieses 3D-Tutorial gemacht, da musst du so eine Full-Art-Karte machen. Oh. Oh, shit. So Full Art N in 3D. Full Art Shaman. Ja, warte, ich schau einfach mal, was bei meinem Ami-Händler so die günstigste Full Art ist. Die kostet, glaube ich, nur 2 Euro oder 2 Dollar. Das würde sich ja dann schon lohnen, ne? Ja. Ja. Moment. Nochmal, die billigste Karte. Full Art Fossil Researcher, glaube ich. Kostet 3,60, ne, schon zu teuer. Ja. Emolga aus Legendary Treasures kostet 2 Dollar. Das hab ich glaube ich auch noch so 2-3 Mal. 2 Dollar, komplett underrated. Call for Family! Call for Family ist voll gut gewesen. Giovannis Intrige als Full Art Supporter kostet 4,50 Dollar. Ja, das ist aber schon richtig. Emolga ist in Ordnung. Ja, ja. Aber Giovanni würde halt cooler ausschauen. Ich schreibe hier einfach mal 3D Full Art. Dann kannst du dir später noch überlegen, welche du nimmst. Ich pack sie gerade mal aus, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Okay, Bene, was setzt du? Ich hab null Emerald Energy oder sowas. Hast du das, wie heißt das, Poliwag aus Legends Awakened? Das hat als Angriff Däumchen drehen, aber es hat gar keine Hände. David, da ich erst seit Ancient Origins angefangen habe zu spielen, nein. Ich dachte, vielleicht hast du so alte Karten noch aus der Kindheit. Ich hab einfach eine Emerald Energy reingepackt, so eine Holo-Dixie. Welcher Typ? Ja, passt. Jetzt muss ich erst recht gewinnen. Alles klar, perfekt. Jemand noch was zu sagen, was wichtig ist? Jo, darf man die Spieler briben? Was? Das ist Bribe. No, das ist Champion. Was? Was willst du? Ich fahr zum Finale. Nein, Alter, ich kauf dir alles von Louis Vuitton. Was willst du? Was willst du mich verarschen, Mann?
Naja, ich hab das Bild schon in die Facebook-Gruppe, schaut mal rein. Wie geil, schaut das aus, Digga! Und es ist sogar eine Holo. Wow. Wie hast du das gemacht? Das ist eigentlich recht simpel. Du nimmst eine normale Holo-Karte, machst ein bisschen, was habe ich drauf gemacht? Desinfektionsgel, also zum Ende desinfizieren. Ja, dann Robert, ja, du kannst auch irgendeine Säure nehmen. Dann kannst du das Bild nämlich mit einem Wattepad runterkratzen. Dann hast du eine Blanko-Holo-Karte und dann habe ich eine Folie ausgedruckt mit dem selbstgemachten Design und hab sie draufgeklebt. Alter. Ey, damit könnte ich dieses Cyrus Fullart, was ich gemacht habe, damit eigentlich machen. Das könntest du mit deinen Designs mal machen, das wäre ganz geil, ja. Das klingt nice, da musst du mir nochmal genau erklären. Hast du selbst noch gemalt, oder? Ich habe die halt auf dem Computer gezeigt. Oh mein Gott, ich zeig das mal hier in die Kamera, dass das recorded wird, ja. Du schaust deine Brühe an, das ist ja einfach nur abnormal. Ja, ich habe davon mehrere gemacht, also so ist nicht. Es gibt auch Designs mit Vegeta und ich würde dann auch sagen, dass sich der Gewinner ein Design aussuchen darf und ich ihm dann extra eine Karte anfertige. Oh mein Gott. Hast du dazu ein Video gemacht, so ein Tutorial-Video? Nee, ich glaube, die Karte habe ich vor einem Jahr oder so mal gemacht, an einem langweiligen Sonntag und ich habe nie dran gedacht, ein Tutorial dazu zu machen. Aber ja, mach das mal. Glaube ich, kommt ganz cool. Ja. Noch eine Frage, hat irgendwer Lust, das hier hochzuladen? Ja, schick's mir. Oder? Okay, gut. Perfekt. Ja, ich will das bei mir eigentlich nicht machen, weil das Deutsch ist. Nee, kein Thema, ich nehme das gerne. Alles klar, nice. Ja, dann wünsche ich all unseren Teammitgliedern viel Glück auf der deutschen Meisterschaft. Besonders viel Glück wünsche ich Alexander Wagner und Tuan. Weil die sind in meinem Team und die müssen sich anstrengen. Schickst du das Excel-Sheet nochmal in die Gruppe dran? Ja, mach ich. Genau, mach das. Ja, ich tue das auf der Pyro rein, ja. Perfekt. Das wird Zeit, Testing-Gruppen mit meinem Team zu machen. Karl, Yoshi, ich weiß, ihr könnt euch nicht leiden, aber egal. Testet miteinander. Testet, ihr müsst gewinnen. Testet mit mir, testet mit euch, testet mit Manuel. Ey, Karl, hättest du nicht Lust, mit Manuel zu testen, so ein bisschen, dem mal so Tipps zu geben, wie man gewinnt? Ey, ich hab voll die gute Testing-Gruppe für den. Der ist da drin, ja, David Sturm, Manuel Jora. Mir ist halt so aufgefallen, so meine letzten drei Picks sind alles irgendwie aus Sandhausen oder der Umgebung da. Oha. Heimatliebe. Oder so. Alles klar, gut, dann. Gut. Leute, bevor wir es jetzt zu lang machen, ich verabschiede mich. Schönen Abend. Tschüss. Dann beende ich jetzt das Video und